Und das ist ihnen voll gelungen. Mit einem nie gefährdeten 34:29 Sieg schicken sie Werder Bremen auf die weite Heimreise. In der ersten Minute bereits das 1:0 durch Nicole Schiegerl. Das Bällchen läuft. Annika Bissl mit dem 3:1. Lena Bergmann verkürzt auf 4:2. Franzi Peter erspäht die kleinste Lücke, 6:2. Marlen Kadenbach wird nicht angegriffen. Bereits frühzeitig eine klare Führung. Auf Rückraummitte spielt jetzt meist Amelie Beierl. Nach dem geblockten Kadenbach-Wurf erfasst sie schnell die Situation und überwindet Violetta Pajak mit dem Heber. Glänzend ihr Anspiel auf Julia Draxler. Das Tor reine Formsache. Auf Mitte ist man eher so der Kopf, also der Ballverteiler. Natürlich versucht man auch so in seine eigenen Aktionen zu kommen. Aber dafür hat man dann eher seine Halben, die dann vom Rückraum werfen. Für Bremen verwirrend das Regensburger Angriffsspiel. Und dann klingelt es wieder im Werder-Tor durch Julia Draxler. Erst nach 12 Minuten gelingt Denise Engelke, die bisher erfolgreichste Bremer Werferin, ihr erstes Tor. Marlen Kadenbach auf Franzi Peter, 13:7. Eliane Rode verkürzt dann auf 17:11. Annika Bissl erkennt die Lücke und trifft. Ganz selten kommen die Werderanerinnen so frei zum Wurf wie hier Alina Otto. Annika Bissl dann freigespielt durch Franzi Peter, sie wieder mit 100%iger Wurfausbeute. Der Schlüssel zum klaren Erfolg ist die starke Abwehrarbeit. Es wird schnell verschoben, der Ballbesitzer sofort attackiert, meistens fair. Ja, daran gearbeitet, also das ist vielleicht ein bisschen, jetzt machen wir es ein bisschen besser. Natürlich ist es schön, es freut uns. Wir machen sehr viel Abwehr, auch beim Trainingseinheiten. Dazu kommt, dass der Marlen hervorragend reinpasst, also mit dem Abwehrverhalten. Und ja, wir haben ein paar Sachen präzisiert, ein paar Sachen noch mal auch trainieren. Und es kommt immer besser ein bisschen zur Geltung. Ja. Hinten ganz stark im Kasten Stefanie Lukau, sogar vom 7-Meter-Punkt ist die nicht zu überwinden. Tor durch Annika Beierl, zur Halbzeit eine 6-Tore-Führung, bereits die halbe Miete. Und auch in der zweiten Hälfte zieht der ESV sein Spiel durch. Franzi Peter zum 18:12. Marlen Kadenbach ist einfach nicht zu halten, 20:14. Und dann Stefanie Lukau zweimal mit sensationeller Reaktion. Vorne läuft die Angriffsmaschinerie. Marlen Kadenbach mit einem ihrer 8 Tore zum 27:18. Erst als die Stammspielerinnen geschont wurden, kann Werder aufholen. Alina Otto zum 32:28. In der letzten Minute wird noch gezaubert. Johanna Brennauer mit dem Dreher zum 34:29 Endstand. Wir sind wirklich super ins Spiel gekommen. Von Anfang an waren wir aggressiv in der Abwehr, haben es vorne clever gespielt. Natürlich war dann phasenweise auch ein paar Angriffe dabei, wo es ein bisschen ins Stocken geraten ist. Aber ich finde, wir haben es eigentlich konsequent von Anfang bis zum Ende durchgezogen. Und in dieser Verfassung können wir vom ESV noch viel erwarten.